restylen können, zurückschneiden können und ihm eine neue Form geben, beziehungsweise die Form wieder anpassen können. Und mal sehen, was wir dann später mit dem Kandidaten machen. Hallo und herzlich willkommen. Wir werden heute einen Buchsbaum restylen, also zurückgestalten. Und zu dem Zweck nehme ich den guten aus dem Beet raus und dann werden wir ihn neu eintopfen und dann auch dementsprechend schneiden. Ja, das wird jetzt eine etwas längere Geschichte, aber naja, ich zeige euch das mal. Dieser Buchsbaum steht schon seit einigen Jahren jetzt hier im Beet und wir werden ihn herausnehmen, um ihn an Ort und Stelle wieder einzupflanzen. Später zu diesem Zweck nehmen wir ihn jetzt heraus, umstechen den guten und das machen wir 2-3 Mal, bis er tief genug sind, bis sich alle Wurzeln gelockert haben. Und dann werden wir den Kandidaten zunächst einmal eintopfen, damit wir ihn ja, restylen können, zurückschneiden können und ihm eine neue Form geben, beziehungsweise die Form wieder anpassen können und mal sehen, was wir dann später mit dem Kandidaten machen. Zunächst werden wir jetzt den guten Buchsbaum eintopfen und ja, dann werden wir ans Schneiden gehen. Natürlich sollten wir den Topf ausreichend groß wählen, damit die Wurzeln auch ausreichend Platz haben, um sich entfalten zu können und damit der Gute auch wirklich gut anwachsen kann. So, eingetopft ist er. Jetzt kriegt er erstmal ein bisschen Wasser und dann gehen wir gleich ans Stylen. Beim Angießen müssen wir jetzt nicht nur einmal gießen, sondern 3-4 Mal, damit das Wasser wirklich ins Substrat sich aufsaugen kann. Ansonsten bleibt der Kern trocken, das wäre nicht so gut. Ja, das zum Umtopfen. So, dann werden wir den guten mal jetzt bearbeiten, oder? Scherz beiseite, natürlich nicht mit dem Gerät, das geht ja gar nicht. Nein, nein, dafür nehmen wir was anderes. Wir nehmen natürlich eine vernünftige Heckenschere und auch eine kleine Rosenschere. Und bevor wir jetzt anfangen, werden wir die Heckenschere noch mal ein bisschen schärfen. Wir sprühen dazu ein bisschen Öl auf die Klinge. Hier haben wir uns einen Schleifstein. Und ziehen die Kanten ein bisschen nach. Das mache ich bei jedem. Jedes Mal, wenn ich also einen neuen Buchsbaum schneide, dann werden die Kanten eben einmal kurz nachgeschliffen. Dann ist das Schleifen A viel einfacher und außerdem bleibt die Schere dann auch wirklich scharf, wenn man das ständig wiederholt. Und dadurch haben wir natürlich wesentlich bessere Schnittergebnisse. So, ready for cut. Damit die Schere auch schön leichtgängig bleibt, müssen wir ab und zu hier diese Stelle auch einölen. Das ist ganz wichtig. Außerdem benötigen wir einen Eimer Wasser, wo wir die Schere ab und zu reintauchen, damit die Schnittflächen von der Schere auch schön sauber bleiben. Dann bleibt die Schere auch schön leichtgängig und man muss nicht immer kräftig drücken, damit man die Schere bewegen kann, sondern die muss wirklich schön leicht läufig sein und dann ist das ganze Arbeiten auch viel, viel angenehmer. Tja, dann wollen wir jetzt mal anfangen zu schneiden, wohl?
So, das war der erste Teil. Der Kopf ist fertig. Und jetzt machen wir uns an den unteren Teil. Und man kann es jetzt vielleicht noch nicht erkennen, aber das war mal eine Spirale. Und die müssen wir jetzt zurückzaubern. Aber erstmal eine Pause. So, ich fange jetzt mit der Spirale an zu schneiden und beim Schneiden werdet ihr auch sehen, warum ich den Kandidaten aus dem Beet rausgenommen habe. Denn das ist wirklich eine Quälerei, zwischen Stauden durch ein Gerät zu schneiden. Da muss man sich verrenken und irgendwann ist der Rücken im Arsch, geht er nur auch nicht. Also deswegen habe ich mir entschlossen, den rauszunehmen und an anderer Stelle wieder einzupflanzen, wo er separat für sich alleine steht. Aber vielleicht dazu später mehr und jetzt geht's ans Schneiden. Jetzt suchen wir uns natürlich erstmal den Anfang der Spirale oben. Suchen wir da mal, hier geht es runter, hier geht es hoch bis nach hier, ja, da haben wir den Anfang. So, im Großen und Ganzen war das jetzt der Schnitt. Wie ihr gesehen habt, muss er sich dabei ein bisschen verrenken. Und wenn so ein
Teil im Beet steht zwischen Stauden, ist das wirklich eine affige Sache. Also, geschnitten ist er. Der Gute kommt jetzt in Schatten, denn bei so einem radikalen Rückschnitt haben die Blätter lange Zeit kein Sonnenlicht gesehen. Und wenn jetzt Sonnenlicht draufkommt, dann verbrennen die Blätter. Wäre nicht tragisch, weil die treiben sowieso wieder neu aus, diese Buchsbäume dann, aber sieht dann halt nicht so toll aus für eine kurze Zeit, bis es neu ausgetrieben ist. So, das zum Thema Schneiden. Im Hintergrund habt ihr jetzt die Weide gesehen, die Bonsai-Weide. Und ich zeige euch mal eben noch den Bergahorn als Bonsai. Und wie ihr sehen könnt, sind die Äste unten, ich komme ein bisschen näher, also die Blätter unten ziemlich klein geblieben. Und der Opferast, der ist natürlich mächtig gewachsen. Und diesen Opferast, den brauchen wir, damit der Bonsai dicker wird. Und außerdem möchte ich ihn auch noch etwas höher bekommen. Was natürlich nicht heißt, dass ich diesen lang geraden Trieb erhalte, sondern der wird irgendwann wieder abgeschnitten und davon bleiben dann vielleicht 2-3 cm stehen und im nächsten Jahr wächst dann wieder ein Opferast und dann lassen wir wieder ein Stückchen stehen und so weiter, bis der Bonsai irgendwann mal in vielen, vielen Jahren größer ist. Ja, jetzt zurück zum Buchsbaum, diese Spirale. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, er bleibt im Topf, denn das ist eine schöne Requisite für meine Filme und der macht sich sicherlich ganz gut im Hintergrund und dann kann ich den auch bei Bedarf immer wieder schneiden und mal hier hinstellen, mal da hinstellen. Ist ja auch ganz schön. Ja. Und wir werden den Guten jetzt, wie gesagt, nochmal kräftig anwässern. Und dann reicht das auch erstmal. Also wenn ich ständig Wasser drauffüllen, dass wir eine matschige Erde haben, das ist auch nicht so gut, denn die Luft, die Wurzeln, die brauchen ja auch Luft. Darauf achten, dass der also jetzt feucht bleibt und dann ist gut. Düngen werde ich ihn jetzt noch nicht. Ich denke mal so in 3-4 Wochen kriegt er Dünger. Und dann sind die Wurzeln auch ein bisschen wieder angewachsen. Das geht beim Buchsbaum relativ schnell jetzt um die Jahreszeit. Und das ist also durchaus möglich, solche Pflanzen jetzt aus der Erde zu nehmen und auch in einen Topf zu setzen. Wie gesagt, er muss natürlich im Schatten stehen, also sollte keine pralle Sonne kriegen, denn dann wird der Gute schön braun werden. Ja, braun ist auch schick, aber nur auf der Haut und nicht am Buchsbaum. Ja, das war jetzt mal mein biggest Buchsus und ja, noch einen dickeren, größeren habe ich leider nicht. Das ist jetzt wie gesagt eine Rarität von mir und er hat mich schon viele Jahre begleitet, wurde bisher im Beet immer geschnitten, aber das ist mir jetzt zur Fülle und darum steht er jetzt im Topf und ja, ihr werdet ihn wahrscheinlich demnächst mal öfter sehen. Ich hoffe, euch hat der Film gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. Und hier habe ich noch mal kurz für die sowas noch nicht gesehen haben. Das ist also ein Buchsbaum als Bonsai. Und auch sowas ist durchaus möglich und auch schick anzusehen. Natürlich sehr pflegeintensiv, ganz klarer Fall, denn der Wurzelbereich ist natürlich sehr beengt und solche Kandidaten müssen sehr gut gepflegt werden, wie unsere natürlich auch. Ja, das war's jetzt und ich hoffe, wie gesagt, wir sehen uns in einem nächsten Film mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch. Ciao.